Willkommen zurück zu einer neuen Folge von MyGM. Es steht 2-1. Sowohl für uns als auch für die Warriors, als auch für die Boston Celtics. Bei denen, das können wir eigentlich, wir können doch glaube ich sogar ein Spiel separat machen, oder? Ich traue mich nicht, nicht dass... Doch, also 2-1 für die Cavs. So, jeder hat drei Spiele gespielt. Das ist der aktuelle Stand. Die Cavs mit Baldwin sind natürlich ein Favorit, das wissen wir. Wir spielen gegen LeBron James. Nicht ganz so stark wie Baldwin. Baldwin ist ja so ein bisschen der neue LeBron. Auf der Seite haben wir halt nach wie vor Stephen, Clay und Draymond. KD ist ja nicht mehr dort. Und hier die Boston Celtics, die aber ganz anders aufgestellt sind. Ich kann das gerne nochmal zeigen, als wir sie kennen. Also, hier sehen wir, die typischen Gesichter sind nicht mehr dabei, aber anscheinend funktioniert das Ganze trotzdem relativ gut. Da ist eigentlich nicht mehr viel zu erkennen von dem, was man so kennt. Nicht mal Tatum ist hier mit am Start. Okay, also, ich bin mal gespannt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es die Cavs werden, ne, gegen Baldwin. Und Baldwin ist schon eine richtige Maschine. Ich bin sehr gespannt, jetzt gehen wir aber erstmal rein. In unser viertes Spiel. Wir haben tatsächlich das letzte Mal verloren. Sensationell. Aber jetzt wollen wir natürlich wieder gewinnen. So, meine Freunde der Sonne. Viertes Spiel. Man muss sagen, die Kings haben im letzten Spiel natürlich schon vom Scoring her über ihrem Limit gespielt. Das glaube ich zumindest persönlich. Deswegen, ich bin noch nicht beunruhigt. Aber man sollte es natürlich trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen geben wir jetzt gleich von der ersten Sekunde an Gas. Weil ihr wisst es ja, Überheblichkeit, Arroganz und so weiter, das kommt meistens im Sport immer wieder zurück. Und wenn ich jetzt hier sage, ja, das war jetzt nur Glück und kein Problem für uns, dann... Nicht, dass wir da abgestraft werden. Warum hat er sich jetzt da so komisch... Okay. Das Spiel ist sehr eng. Gerade eben, was ich überhaupt nicht mag. Ich hasse es, wenn alles so eng zusammen ist. Genau deswegen. LeBron macht den ersten daneben. Und das sind easy points. Easy, easy points. Fox. Palestine. Oh. Okay, die Fans gerade ein bisschen durchgedreht, da war aber doch gar nicht zum Start, oder? Stone. Oh, der war schön. Weil da normalerweise würde man als Coach sagen, zu nah am Korb dran gewesen, um ihn reinzulegen. Also das war schon ein ganz, ganz blöder Winkel. Das sollten wir vermeiden. Dass Collestein und Farid anfangen zu scoren. Das sind bis jetzt so die beiden gewesen, die uns das eigentlich relativ leicht gehalten haben, weil sie nicht über 10 Punkte gekommen sind. Und wenn ein gesamter Frontcourt nicht über 10 Punkte kommt, also zusammen kommen sie schon über 10 Punkte, aber jeweils jeder für sich kommt nicht über 10 Punkte, dann ist das schon wenig. Okay. Dankeschön. Alter, ich schwör's dir, Mann, jetzt macht mich nicht sauer, weil sonst, ey, wieder so ein Stil, wo ich mir denke... Regt mich nicht auf, ey. Yeah.
geht nicht. Unfassbar, dass er den daneben macht. Und Mike Smith ist und bleibt eine lebende Sprintmaschine. Das müsst ihr euch mal geben. Der hat einen Speed. Da fehlt... Also, ich sag euch, sogar Dirk Nowitzki ist schneller. Sogar Dirk ist schneller. Und keiner kann schneller sein, langsamer sein als Dirk. Das geht eigentlich gar nicht. Spielt gerade mal richtig kacke. LeBron. Nächsten Punkte. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie das in einer Simulation aussieht. Wahrscheinlich führen wir dann erstmal mit 20 Punkten. Na? Oder wir liegen mit 8 hinten. Na? Und jetzt führen wir wieder mit einem. So ist es. Oh, schön. Alter, krass. Das sind Punkte, oh, die müssen rein. Schöner Block. Richtig schön reingelaufen, ne? Aber dann nicht schön abgeschlossen. Aber jetzt gerade auf beiden Seiten Probleme. Sag mal, ich krieg gerade keinen Abschluss hin. Bin ich irgendwie gerade... Ich hab nichts zu ändern an den Einstellungen. Also alles beim Alten, ne? Wir treffen gerade, LeBron ist sogar kalt. Auch eine geile Geschichte. Ja, da kommt endlich mal der Dreier. Ey, kann ja nicht sein, oder? Das kann ja sonst nicht sein. Hab ich. Kanel, der gerade eben gefühlt, ja, Shepard, der gibt jetzt gerade eben Gas, hat schon 14 Punkte, das ist nicht schlecht für ein bisschen über Mitte zweiten Viertels. LeBron, da habe ich das Gefühl, der ist heute noch nicht ganz so drin. Das kann sich natürlich jederzeit noch ändern. Lavisier. Hill. War nicht schlecht gespielt. Und Shepard. Steht da wieder komplett frei. Das ist gar nicht... Das ist nicht Seth seine Position. Not good, not good. Seth. Ja, komm. Bogdanovic packt einen aus. Ja, das ist ein Geschenk gewesen. Also Seth, der ja, glaube ich, doch so 86 bis 88 freier Wurf Dreier hat. Was war jetzt? Ja, unerlaubter Pick. Danke für das Geschenk. Einen Angriff spielen wir noch, dann schauen wir wieder rein. Diesmal... Boah, drückt LeBron aber mal kein Zentimeter weg. Sie spielen es viel, viel besser als in den ersten beiden Spielen. Das ist echt krass. Also man sieht das auch. Unsere Führung... Hält sich hier in Grenzen, ne?
Aber solange wir führen, ist es natürlich nach wie vor... Aha. Ich probiere es halt immer wieder mit ihm. Souverän reingemacht. Colley Stein. Stark. Ja, das sind immer diese Abschlüsse, die bringen zwar nicht direkt die Punkte, aber du hast zwei Freiwürfe und jedes Foul tut am Ende natürlich weh. Nicht die persönlichen Fouls, sondern eher die Team-Fouls. Wobei man sagen muss, der Einfluss, oh, das war wieder schön gespielt, der Einfluss von Team-Fouls hält sich echt in Grenzen. Ne? Ja, aber zweite... Und ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Schöne Defense von Malkmus, ohne zu faulen. Oh Gott, wie schlecht treffen. Den habe ich ja mal katastrophal getroffen. Alter, die drehen gerade voll am Rad, Mann. Die drehen gerade voll am Rad. Fox. Drei Punkte noch Unterschied. Wie gut die gerade Defense spielen. Echt Komplimente, ey. Also die leichten Crossover, mit denen ich sonst immer vorbeikomme. Gar keine Chance. Shepard ist halt, was Offensiv-Fouls angeht, richtig, richtig stark. Aber ich bin trotz allem... Ein kleines Stück simuliere ich jetzt noch. 112 zu 110. Übrigens, ich habe einen zweiten MyGM Franchise-Account. Da mache ich das genauso. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich simuliere da auch nicht einfach nur durch, weil ich finde, ein bisschen spielen in MyGM möchte ich dann halt doch auch noch. Shepard spielt halt gar keine Deep. Okay, das war... Oh, der könnte wehtun. Ja. Der Verlegene von Colley Stein, der könnte wehtun später. Später in einer Minute. Colley Stein da draußen ist gar nicht gefährlich. Ich wusste es. Und die sind draufgegangen, obwohl ich nichts gedrückt habe. Das war automatische Defense. Oh, ich behalte Malkmus. Macht ihn nicht. Gott, jetzt, ey. Gott sei Dank bin ich jetzt gerade nicht der Spieler, der die Kings steuert oder der Coach oder wie auch immer, weil sonst würde ich jetzt hier gerade voll durchdrehen. Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Okay.
Jetzt langsam. Ja! Wichtig. Boom! Zack, Mann. Der war Schmackofatz. Yeah. Oh. The Sacramento King. Mann, Mann, Mann. Mike bis zwei Dinger komplett frei verballert. Hill. Da. Bogdanović ist ausgefault. Das ist eine. Naja, eine Katastrophe jetzt nicht, aber auf jeden Fall schlecht für die Kings, weil wahrscheinlich ihr bester Dreier-Shooter. Ja. Ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Das Ding haben wir gewonnen. Max, Hochmut kommt vor dem Fall. Und niemals den Tag vor dem Abend loben. Und so, diese Geschichten alle. Aber wir gewinnen's trotzdem. Wir gewinnen es trotzdem. Mann, 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 ey. Ohne Witz. Overtime-Game. Paul George 32, Shepard 26. Double-Double. Jetzt natürlich auch die Werte ein bisschen höher durch die Overtime. Das ist auch ganz klar. Ja. LeBron James ist... Sie haben immer einen Spieler so drinnen, der vom Scoring ein bisschen abfällt. Wobei man jetzt sagen muss, dieses Mal, Colley ist dein bärenstarken Favorit. Wenn die anderen Fox, LeBron James scoren wie ganz normal, dann verlieren wir dieses Spiel. Und zwar ziemlich eindeutig. So gewinnen wir es. Und damit stehen wir jetzt bei 3-1. Die Warriors stehen bei 2-2. Das heißt, vier Spiele, vier... Müssen wir wieder hier... 3-1. Okay. Dass es hier so spannend ist. Was geht denn da ab? Wiggins, Diallo, Towns, Booker, Zeller, Jones, Teague, Miles, Harrell. Ja, gutes Team, aber jetzt... Okay, Wiggins, 38 Punkte ist natürlich ordentlich. Ja. Steffen mit 44, Klay Thompson mit 30. Das ist schon wieder ein bisschen... Das ist so krank. Iguodala, Draymond Green. Nicht gut. Gut. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch das nächste Spiel. Deswegen gehen wir flux rein. Also, wir versuchen das Spiel jetzt natürlich ein bisschen kürzer zu halten, weil die Aufnahme schon relativ weit... Ja, sind schon ein paar Minuten auf dem Tacho. Die ersten 2-3 Minuten spielen wir trotzdem und dann schauen wir, wie sich das Spiel entwickelt. Tip off. Geht an... Okay, LeBron James startet schon mal gut rein. Wir spielen natürlich jetzt wieder zu Hause. Das ist wieder ein Unterschied. Oh, stark. Oder können sie froh sein, dass sie keinen Foul bekommen haben. Shepard da jetzt nicht das Schlechteste. Fox. Macht er ohne Probleme. Oh. Aber gerade noch losgeworden. LeBron James ist jetzt schon hot. Was ist denn da los? Leichtes Mismatch, aber nur... Alter. LeBron übertreibt nicht, Mann. Ey, ohne Witz. Ich glaube, LeBron braucht mal einen krachenden Dank in sein Gesicht, ey. Ey,
Was, warum dankt Paul George auch nicht? So ein Monster. Also, guter Start. Jetzt probiere ich mal ganz am Anfang, wenn ich wirklich mal hinten liege, ob die Kings da mal vorne bleiben oder... Ja, 8 Punkte vorne. Weil ich natürlich auch schon immer... Ich steche natürlich immer ins Spiel rein, wenn es wichtig ist. Umso gespannter bin ich in der nächsten Saison, wenn wir nur simulieren. Wir werden kein einziges Spiel selber spielen. Wie... Ja. Wie viele Siege kriegen wir? Wie weit kommen wir? Gewinnen wir den Ring? Bin ich echt gespannt. Habe ich auch Bock drauf. Einfach mal nur echt krass durchzusimulieren. Und Kyrie Irving holt sich den. Jetzt gehe ich aus meiner Hotzone raus. Das ist natürlich nicht geil. Das ist natürlich, ey, echt. Das war von der ersten bis zur letzten Sekunde war der Spielzug so schlecht gelaufen. Alleine wie lange Paul George gebraucht hat, um sich da frei zu laufen. Der gehört wieder den Kings. Ja, moin. Also, langsam habe ich das Gefühl, dass die Kings Bock auf eine Serie haben. Aber ich habe natürlich auch Bock auf eine Serie. Deswegen gibt es ja gleich mal die nächsten Punkte von unserem kleinen Dribble Master Kyrie Irving. Hätte ich nicht damit gerechnet. Also ich meine, steht immer noch 3-1, alles entspannt. Aber dass uns die Kings doch challengen, ne? Das sind diese Momente, wo ich mir denke, 2K, was ist los mit dir? Schön. So. Zumindest mal nochmal gepunktet. Naja, also das sieht nicht ganz so geil aus, wenn ich ehrlich bin. Das sieht nicht ganz so geil aus. Wir liegen krass hinten mit 15 Punkten, ne? Ich hab's noch angesprochen, ey. Man sollte immer entspannt bleiben. Stellt euch mal vor, wir hätten das Overtime-Ding verloren. Also ich meine, es ist noch nicht vorbei, aber trotzdem. Ich muss halt jetzt... Jetzt muss ich am Limit spielen, wenn ich das noch drehen will. Das wird sich jetzt relativ schnell abzeichnen, ob wir rankommen oder ob die Kings souverän bleiben. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt einfach durchsimuliert hätte, hätten wir es verloren. Ich habe nicht gedrückt. Ich habe ganz normal L2, breite Defense, beziehungsweise ich war ja nicht mal auf Stone drauf. Da hat er Glück. Da hat er, das hat man schon am Laufweg von LeBron gesehen, was sie da vorhaben. Ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ach, jetzt komm, ey, jetzt pimmel nicht rum. Und gib mir bei jedem Furz einen Pfiff. Schöne Defense. Na! Ah! Das wär's gewesen, ne?
Aber drei Freiwürfe, das ist so gut wie ein Dreier. Damit sind wir auf 10 dran. Aber wisst ihr was? Ich würde es wahrscheinlich eventuell noch drehen. Was passiert, wenn wir simulieren? Okay, das kann ich... Wenn ich das jetzt noch drehe, dann habe ich es auch verdient. Mit 5 Minuten auf der Uhr hätte ich es nicht verdient gehabt, weil ich bin mir sicher, dass ich das noch geschafft hätte. Aber wenn ich das jetzt noch drehe, dann habe ich es verdient. Shit. Der Visier, den ersten macht er. Den zweiten auch, der bounced halt gerade so rein. Nicht gut. Nicht gut. Wir brauchen den Ball. Ich doppel. Ich hab ihn. Ja, aber das ist kein Dreier. Das ist kein Dreier. Der geht nicht. Nein, LeBron James drückt ihn mir rein, den Block. Damit war's das. Ah ja, nee, das, nicht, dass sie noch dumm faulen oder so. Scheiße. Das war's. Verloren. Ja, 26, 26, 18. Malcolm ist 15, 9. Also auch viele Bälle runtergeholt. Assist-technisch sieht auch nicht so schlecht aus. Oh, Bogdanovic hat sich schwer verletzt. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ungeklärte Verletzung des rechten Knies. Ah, das sieht nicht gut aus. So, jetzt schauen wir hier nochmal rein. LeBron James. Stark wie immer. Ja, und dieses Mal haben sie alle extrem gut gescored. Also alleine 5 Leute dann noch über einem Double beim... den Punkt, ne, und Fox und Collie Stein dahinter. Es steht 3-2. Müssen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal anstrengen, denn wir spielen jetzt auswärts bei den Sacramento Kings und ich muss jetzt nicht unbedingt ein 3-3 haben und ein 7. Spiel zu Hause, da bin ich ganz ehrlich, weil ey, gegen die Kings rauszufliegen, also, oh ne, ich will gar nicht dran denken. Wir, im nächsten Spiel rocken wir das einfach. Okay, trotz allem ist es kein Sweep. Es ist eine spannende Serie bis jetzt, aber nicht nur bei uns, sondern auch bei den Golden State Warriors und bei den Boston Celtics. Also es geht einiges ab, spannender als das letzte Mal in der ersten Runde. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Däumchen da und das nächste Mal ziehen wir dann hoffentlich ein in die Conference Finals. Ich bin raus, dein Max. Ciao!